Wir wollen zum Gate 31 und hoffe, dass das jetzt wirklich nicht so weit ist, ne? Weil, ich meine, sie hat gesagt, 5 Minuten. Ich bin da in guter Hoffnung. (lacht) 22 bis 32, ja, da ist auf jeden Fall 31 dabei. Wieder so ein Klassiker. Hier gehen witzigerweise diese Laufbänder nicht, diese Schnelllaufbänder. Und das finde ich schon wirklich dramatisch. Warum geht das nicht, ne? Was natürlich gut ist, da geht es auch zu den Toiletten. Ich meine, der eine oder andere muss immer mal wieder auf Toilette, ne? So, mal schauen, ob die Maschine schon zu sehen ist. Air Transat. Gibt aber auch Airlines wie Sand am Meer, ne? Das ist unfassbar. Auch speziell in solchen Ländern wie England und so. Das ist der Wahnsinn. So, jetzt schauen wir mal. Kann ich schon Lufthansa erkennen? Oh, es geht sogar schon los, siehst du? Ach, man muss positiv denken. Man muss positiv denken. Mal gucken, ob es ein Priority gibt. So, hier ist der Horn. Ich komme also genau richtig. Es ist noch wundervoll Zeit, aber ich habe noch keine Maschine gesehen. Oder doch? You can visit, yes? Yeah. It's inside. Let me see. Yes. Are you doing a vlog? Yeah, it's a vlog, yeah. Yeah. It's a YouTube vlog, so... Oh, okay. Thank you, have a lovely time. Thank you very much. Bye-bye. So, es geht schon los. Door A, Door B. Und ich freue mich jetzt auf einen schönen Flug mit Lufthansa, und zwar in der Business Class, Sitzplatz 1C. Absoluter Favorite Platz von mir. Und das Priority Boarding, muss ich sagen, vom Allerfeinsten. Vor allen Dingen finde ich es toll, man hat erst Menschen mit Handicap eingebracht. Die hat man jetzt auf ihren Platz gebracht. Jetzt gibt es keinen Stau. Dann hat man das Priority Boarding gemacht. Das finde ich großartig. Und so kann ich jetzt entspannt zu meinem Flieger. Guck mal, und da ist sogar noch ein kleiner Putzimann. Den kennen wir ja auch. Och, ist das schön, ne? So kann's losgehen. So, der Horn an Bord. Die Business Class ist noch frei. Das sollte so bleiben heute. Ich habe die eigentlich komplett gebucht. Und von der Seite freue ich mich auf einen exzellenten Service. Das ist mal bei Lufthansa ja gewohnt. Und auf einen traumhaften Flug mit einem fantastischen Cockpit-Team. In diesem Sinne, gute Unterhaltung. They say a man ain't supposed to cry. My lonely tears I can't hide inside. Tell me, baby, I don't understand. How can you lie and hurt your man? Baby, it's so unreal. If tomorrow never comes, and we're both so far away, it's all over, there's nothing left to do. Wir sind in der Business Class und jetzt auf dem Weg Richtung 10.000 Meter nach oben. Das ist ein wundervoller Moment. Aus dem Regen kommt und dann durch die
there any advice? Is this the way we have to pay the price? Is it only fantasy or reality? Won't you tell me the truth? Is it only fantasy or reality? So what should I do? Dass man diese Stunde Überbrückung, die man jetzt hat, bis zur Lounge, fein verbringt.
Da lande ich ja dann um ca. 1 Uhr, ist ja wieder eine Stunde später. Und freue mich dann natürlich als erstes auf ein schönes Glas Champagner Luise. Dann sehen wir weiter. Jetzt genieße ich den Flug und ihr hoffentlich das Video. Haben wir wieder eine Win-Win-Situation. Schöner Business-Class-Flug geht zu Ende. Das war sehr angenehm. Es waren wenig Turbulenzen. Es gab einen tollen Service an Bord. Und das hat Spaß gemacht. Also das sind so die Dinge, wo man sagt, das sind die Flüge, die machen Freude. So, jetzt haben wir eine Außenposition. Und diese Außenposition, die bringt uns sozusagen in den Bereich, dass jetzt der Horn Circle Chauffeur-Service greift. Der ist also jetzt schon draußen vorgefahren. Und er wartet jetzt den Horn Circle darauf, dass es losgeht. Und ich freue mich jetzt natürlich auf eine schöne Fahrt in die First Class Lounge und dort gibt es was? Ein schönes bayerisches Mittagessen. Auf geht's! So, das ist ein Traum, ein Träumchen heute, ein schöner Flug, ein fantastisches Erlebnis und ja, wow, guck mal. Die Limousine steht schon bereit. Hallo, schönen guten Tag, grüß Sie. Ja.